Die Stimme für Erfolg, Episode 071. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Ja, ich grüße dich wieder ganz herzlich und freue mich, dass du zuhörst. Heute bei diesem, ja, schauerlichen Wetter in München. Es ist grau und regnerisch, aber es macht mir nichts aus, weil ich heute sehr viel zu tun habe und deswegen treibt es mich dann auch nicht so raus. Wenn das Wetter schön ist, will ich immer hinaus und wenn es regnet, bleibt das automatisch weg. Ich habe aber gehört, ein Texter-Kollege aus dem Rheinland hat mir gesagt, dass jetzt im Rheinland die Sonne scheint. Ich war ja erst vor kurzem dort und da war es auch wirklich sehr schön. Wir haben, mein verstorbener Mann und ich haben ja lange in Koblenz gelebt und ich hatte da sehr schöne Begegnungen mit mit verschiedenen Mentoren und auch einer Moderatorin, der Barbara Harnischfeger, die lange für den Südwestrundfunk tätig war. Und sie hat mir wieder mal seit langer Zeit gezeigt, wie schön Koblenz ist. Ich war in Koblenz schon, ja, ich glaube, 10 Jahre nicht mehr. Und da hat sich doch jetzt einiges getan. Und es ist eine sehr, für mich war es immer eine attraktive Stadt. Aber jetzt ist auch noch mal das Innere, das Zentrum von Koblenz auch noch mal attraktiver gestaltet worden. Ich fand es sehr, sehr ansprechend. Ja, du wirst gemerkt haben, letzten Dienstag hat es keinen Podcast gegeben. Ich kam einfach wirklich nicht dazu. Dazu kommt, es wird auch jetzt in nächster Zeit unregelmäßige Podcasts geben. Ich habe aber vor, sie dann wieder wirklich in eine gute Schiene zu bringen. Aber es hat verschiedene Gründe, warum ich ihn jetzt nicht mehr regelmäßig fortführen möchte oder kann. Zum einen ist es so, dass es doch immer sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit ist, so einen Podcast zu erstellen. Zum einen brauchst du eine Idee, du brauchst Zeit, ihn zu sprechen, du musst dir ein Skript machen und du musst es reinstellen, du musst dann die Tonabmischung machen. Das kostet doch mich jedenfalls immer einige Stunden. Ich habe Kollegen, die sagen, das machen sie in 20 Minuten. Aber mir gelingt das leider nie. Ich brauche immer etwas länger und es ist wirklich ein Zeitaufwand. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich ja verschiedene Dinge in meinem Leben jetzt gerade verändere. Also es wird in der nächsten Zeit einen Umzug geben. Das ist schon furchtbar. Wer einen Umzug aus einer größeren in eine kleinere Wohnung gemacht hat, da weiß, wie schrecklich das ist. Man muss doch viele Dinge wegwerfen. Gut, es gibt eine Säuberung, es gibt eine Art frische Packung dann für einen wieder, weil man doch sich vieler Sachen entledigt. Aber vieler Dinge kann ich mich nicht entledigen. Also da sind einfach Unterlagen, die ich behalten muss. Es sind ja verschiedenste Sachen. Viele, viele alte Schallplatten von meinem Mann noch, der sie noch produziert hat. Die möchte ich natürlich nicht weggeben. Aber das sind, ich glaube, an die 3000 Schallplatten habe ich hier. Dann Bücher jede Menge. Also jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, was ich gerade durchmache. Ich stehe vor meinem Kleiderschrank, ich räume aus. Ich habe jetzt schon 2 Säcke weggeworfen oder also in die Container gegeben, wo sie weiter verarbeitet oder verkauft werden. Aber das kostet Zeit. Das ist also wirklich sehr zeitaufwendig. Dann habe ich auch eine berufliche Änderung vor. Du weißt ja, dass ich nicht nur über Stimme Bescheid weiß. Ich war ja lange Sängerin und habe in den letzten 70 Podcasts sehr, sehr viel über Stimme gebracht. Mit Interviews oder alleine, mit Übungen, einfach über ja Ideen, Gedanken, die ich mir so gemacht habe, über Stimme.
Und das wird sich auch nicht ändern. Es ist nur so, um es vorwegzuschicken, die nächsten Wochen wird es wahrscheinlich erstmal keinen Podcast mehr geben oder nur sehr sporadisch. Es wird der Dienstag jetzt mal in nächster Zeit wegfallen. Ich kann nicht sagen, wann der nächste wiederkommt. Aber bleib dran, bleib mir treu. Schreib dich in meine E-Mail-Liste ein, dann weißt du Bescheid, wann wieder was kommt. Ich schick jetzt wieder regelmäßig E-Mails. Es ist so, das möchte ich dir einfach mal erklären. Du weißt ja, ich habe gesagt, mit Stimme, das ist da, wo ich herkomme, aber ich habe natürlich auch sehr viel Ahnung vom Marketing. Ich habe ja auch eine Texter-Ausbildung gemacht, eine Verkaufstexter-Ausbildung, und das läuft beides weiter. Nun habe ich mir furchtbar viel Gedanken darüber gemacht und bin irgendwie immer nie zu einem richtigen Entschluss gekommen, wie ich beides verbinden kann, nach außen hin auch verbinden kann. Und jetzt habe ich irgendwie endlich die richtige Idee und muss das natürlich auch aufbauen. Das kostet mich wieder Zeit und die habe ich im Moment ein bisschen wenig. Deswegen muss jetzt erstmal der Podcast etwas darunter leiden, aber wie gesagt, der wird dann wieder auferstehen. Also ich möchte dich einweihen in meine neue Idee. Und zwar ist es ja so, Stimme hat eine Außenwirkung. Darüber haben wir schon sehr oft gesprochen hier. Wie du beim Gegenüber ankommst. Du kannst sehr, sehr viel an deiner Stimme tun, aber du musst tun. Also das ist nicht so, dass du nur möchtest, sondern du musst an der Stimme arbeiten. Das ist wie ein Sportler, der jeden Tag trainiert. So ist es auch mit der Stimme. Wenn ein Sportler nicht mehr trainiert, dann wird er keinen einzigen Wettkampf mehr bestehen. Und unsere Stimme, unsere Stimmlippen bestehen ja aus zwei Muskelchen. Die solltest du trainieren. Und zwar jeden Tag. Und nicht nur, indem du einfach drauf losplapperst oder drauf losredest, weil das tut ihnen nicht so gut, sondern indem du sie wirklich auch ja gut behandelst. Trink genug. Wir hatten das Gespräch jetzt gerade in einer Coaching-Gruppe, vor der ich am vergangenen Samstag eine halbe Stunde sprechen durfte in dieser Ausbildungsgruppe und über Stimme sprechen durfte. Und da kam auch immer wieder zur Sprache, dass die Leute einfach zu wenig trinken. Die sprechen den ganzen Tag oder sie singen im Chor oder ich weiß nicht was, sind ja alles entweder Selbstständige oder ja in guten Positionen tätige Personen gewesen, die sagen, ja, was mache ich, wenn ich jetzt lange spreche oder wenn ich ein wichtiges Gespräch habe oder ein Thema habe, ja, da wo ich mich etwas aufrege drüber, dann wird meine Stimme brüchig. Ich habe darüber schon öfter gesprochen. Das hat mit dem Atem zu tun, natürlich. Deswegen diese Atemübungen, die auch dann in meinem Kurs jetzt alle gezeigt werden, in Fit Your Voice, der demnächst rauskommt, das ist auch nochmal eine Baustelle, die viel Arbeit und viel Zeit kostet. Da erkläre ich das anhand von Videos. Da mache ich mit meiner Schülerin die Übungen, die ich selber alle gemacht habe und die ich immer mit meinen Schülern mache. Natürlich sind die kurz und man muss schauen, dass man sie versteht, und ich gebe da ja auch die Möglichkeit, dass man mich fragen kann. Also dieser Kurs wird sicher, glaube ich, für jeden doch ein Gewinn sein, der sich mit seiner Stimme beschäftigt. Das ist der eine Punkt, der Atem. Der andere Punkt ist auch, dass alle viel zu wenig trinken oder die meisten. In der Podcast-Folge von der Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek hast du ja gehört, dass Anne-Kathrin schon morgens so 1,5 bis 2 Liter trinkt. Und sie hat recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also morgens 1,5 bis 2 Liter schaffe ich nicht, aber ich trinke als erstes morgens mein Glas Wasser. Mindestens eins. Und wenn es jetzt kühler wird, sowieso wird es warm gemacht. Also ein warmes Wasser oder auch sogar heiß nicht, aber sehr gut warm, so dass es einfach für den Körper sehr angenehm ist. Und das solltest du dir auch zu eigen machen und zunutze machen, denn das natürlich, das Trinken hilft dir schon, deine Stimmbänder
flexibel zu halten. Die sind ja, wie du weißt, mit Schleimhäutchen umgeben und diese Schleimhäutchen brauchen Feuchtigkeit. Und wenn ich viel spreche, geht viel Luft durch meine Stimmlippen und die trocknet natürlich aus, ganz klar. Wenn ich es vergesse, zum Beispiel im Unterricht und ich weiß nicht, 2-3 Stunden da unterrichte, ich habe ja jetzt immer ein Wasser dabei, aber wenn ich es mal vergesse zu trinken und ich rede sehr viel, dann melden sich die sofort. Die werden quetschig und knatschig und ich muss husten und dann weiß ich, aha, Frau Fischer-Stracke, du hast wieder viel zu wenig getrunken und dann gibt's den nächsten Schluck aus der Bottle. Und das solltest du dir auch zu eigen machen. Stell dir, egal wo du arbeitest, in deinem Büro oder unterwegs bist, nimm eine Flasche Wasser mit und in deinem Büro stell dir immer ein Glas hin. Und das muss dann immer gefüllt sein, so dass du immer daran erinnert wirst, trinken, trinken, trinken ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur für die Stimme wichtig, es ist ja auch für den ganzen Körperhaushalt wichtig. Ja, das sind die zwei Hauptpunkte, der Atem und das Trinken. Und dann natürlich kommt es drauf an, wie bei der einen Dame, die sagte, ja, wenn sie ein schwieriges Problem hat, dann wird ihre Stimme brüchig. Und das hängt auch wieder damit zusammen, dass du vielleicht Angst vor einer Situation hast oder dein Thema nicht 100%ig oder 150%ig beherrschst, dann kommen auch diese Nervositätszuckungen, will ich jetzt mal sagen, in die Stimme. Du wirst einfach nervös, du hast dann Lampenfieber. Und dieses Lampenfieber, darüber habe ich einen kleinen kostenlosen Report geschrieben. Den kannst du dir kostenlos herunterladen. Ich schreibe den Link dann nochmal in die Shownotes. Da gibt's ein paar Tipps auch, wie du dein Lampenfieber in den Griff kriegst. Aber für mich das A und O ist nach wie vor die gute Tiefenatmung, die ruhige Tiefenatmung, denn dann beruhigst du deinen ganzen Körper und du beruhigst vor allem dein Gehirn. Denn wenn du nervös bist, dann macht dein Gehirn Purzelbäume und dann weißt du am Schluss nicht mehr, was du sagen wolltest. Du verlierst den Faden und das ist natürlich bei einer Präsentation nicht so toll und nicht optimal und stellt dich dann in ein Licht, das du gar nicht verdient hast. Deswegen, Lampenfieber ist etwas, ja, was man in den Griff kriegen kann. Bereite dich super gut vor. Freu dich drauf. Ich hatte das auch. Natürlich, ich bin auch immer nervös. Jetzt nicht vor einer Podcast-Sendung mehr. Am Anfang schon. Also die ersten Podcast-Sendungen, da war ich sogar sehr nervös. Gut, ich kann schneiden, aber es ist trotzdem, du sprichst live in ein Mikrofon und da war ich schon sehr nervös. Inzwischen bin ich es nicht mehr, weil wir haben uns ja aneinander gewöhnt. Du kennst mich und ich stell dich mir vor. Also, das ist so dann ganz schön, weil man hat ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren über diesen letzten Samstag. Ja, nein, ich weiß es wieder. Ich wollte dir erzählen, dass ich, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte dir sagen, dass ich schon länger drüber nachdenke, wie ich beides unter einen Hut kriege, das Texten und die Stimme. Also, dass ich nicht immer getrennte Schienen fahren möchte, sondern dass ich es wirklich zusammenbringe. Und jetzt weiß ich, wie ich das mache, denn beides hat Außenwirkung. Ob du mit deiner Stimme sprichst, darüber hatten wir jetzt gerade gesprochen, oder ob du nach außen mit Marketing gehst, ob du Bilder veröffentlichst von dir oder ob du vor allen Dingen Texte schreibst oder Texte schreiben lässt. Deine Texte sind ja auch ein Stück Außenwirkung. Ein großes Stück sogar. Also wenn ich auf viele Webseiten gehe, dann finde ich immer wieder dieses, was ich ja schon in einer Episode mal gesagt habe, dieses Ich-Denken, ich habe, ich biete, ich bin, wir sind unser größtes Produkt und wir sind überhaupt die allergrößten. Nein, der Kunde steht im Mittelpunkt oder der Leser, der Interessent, der will wissen, was ist drin für ihn. Der will nicht wissen, was du alles machst oder was du bietest, sondern was er
was für einen Nutzen er daraus ziehen kann. Und das werde ich jetzt unter einem Dach vereinen. Ich werde also eine Seite erstellen, die das beides vereint. BFS Marketing wird sie wahrscheinlich heißen, ist noch nicht ganz fertig der Gedanke. Aber darunter werde ich natürlich Stimme und eben meinen Texten, Marketing, Verkaufstexten auch zeigen. Und genau das habe ich jetzt auch vor für diesen Podcast. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr explizit nur noch um die Stimme gehen, sondern um deine Außenwirkung. Wie kannst du dich besser präsentieren nach außen? Auch mit Stimme. Über Stimme hast du jetzt 70 Folgen. Tolle Inputs bekommen. Also ich würde mich auch freuen, wenn du mir schreibst oder wenn du mir mal schreibst, was dir gefällt oder was dir weniger gefällt. Ich bin da sehr offen für Feedback. Freue mich natürlich, wenn es dir gefällt, und dann sag mir auch genau, was dir gefällt. Ja, das war's jetzt eigentlich von meiner Seite. Das heißt, ich habe viel im Kopf, ich habe viel vor. Ich möchte neue Interviewpartner haben für meinen Podcast, der dich sicherlich auch, die dich dann sicherlich auch sehr interessieren werden. Es geht dann um Stimme weiter, aber auch zusätzlich um Marketing, um deine Außenwirkung, auch durch andere Methoden und Mittel als nur über die Stimme. So, damit wäre ich mit diesem Podcast heute am Ende, und wie gesagt, ich kann dir jetzt nicht versprechen, wann der nächste kommt. Trage dich in meinen Newsletter ein, den findest du ja auf meiner Seite www.stimme-für-erfolg.de. Da ist ein Goodie für dich, ein kostenloses E-Book oder ein kostenloses PDF zum Runterladen, und dafür gibst du mir deine E-Mail und dann kriegst du immer wieder Input von mir. Und wer sich das für das Lampenfieber, dieses Freebie vom Lampenfieber runterladen möchte, wie gesagt, der findet es unter www.fit-your, also Englisch, -voice.de/Lampenfieber, alles klein geschrieben. Und dann kannst du dir das PDF über Lampenfieber auch herunterladen. Es ist viel mit meinen eigenen Erfahrungen gespickt, aber auch von anderen Leuten, was ich so erfahren habe, was denen gut tut bei Lampenfieber und wie du das in den Griff kriegst. Ja, das war's für heute. Ich freue mich sehr, dass du wieder zugehört hast, und bleib mir treu. Ich komme ganz sicher wieder. Nur wie gesagt, jetzt erstmal mache ich etwas Pause oder sehr in unregelmäßigen Abständen den Podcast. Aber wie gesagt, wenn du dich einträgst, erfährst du, wann die nächste Folge da ist. Ich freue mich und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du mit Stimme zu tun hast, geh es an. Nimm dir einen Lehrer oder nimm zum Teil meine Übungen, aber lass deine Stimme nicht verlottern, will ich jetzt mal sagen, weil sie dankt es dir, wenn sie gut behandelt wird. Und wie gesagt, wir haben nur diese eine Stimme. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und wir hören uns irgendwann wieder. Ich kann es dir jetzt nicht versprechen, genau wann, wie gesagt, aber bleib dran, bleib mir treu. Es kommt auf jeden Fall wieder was. Und vor allen Dingen, wenn es dann kommt, dann fängt es wieder richtig an. Ja? Okay, also mach es gut, deine Beatrice. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE. Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.